Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr drei PDF-Dokumente in einem Dokument zusammenfügen könnt. Ja, ich habe hier einmal drei PDF-Dokumente, man kann das sehen. Ich mache die mal eben schnell hier auf, beziehungsweise mal zwei Stück davon. Ziehe das hier einmal rüber. Hier könnt ihr das sehen, Seite 1, Seite 2. Und die dritte Datei ist dann mit der 3 beschriftet. Und genau die möchte ich jetzt hintereinander in richtiger Reihenfolge in einer Datei haben. Und das macht man folgendermaßen. Um mehrere PDF-Dateien in eine Datei hineinzustellen bzw. umzuwandeln, könnt ihr das Tool PDF24 nehmen. Den Link habe ich euch unten einmal im Beschreibungskasten reingeschrieben. Ja, dann nehmt ihr dann eure Dateien, markiert diese alle und zieht die hier einfach in das Fenster hinein. So, jetzt kann man hier schauen, ob die richtige Reihenfolge gegeben ist. Ansonsten kann man das nochmal hin und her schieben. Bei mir hat das gleich richtig erkannt und gemacht. Und dann geht man hier auf Zusammenfügen. Jetzt dauert das ein wenig. Und nun kann man die Datei herunterladen und dann entsprechend öffnen. So, und wie ihr hier sehen könnt, ist die Datei jetzt fertig. Aus drei Dateien habe ich also eine gemacht und das in der richtigen Reihenfolge. Ich hoffe, diese kleine Anleitung hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wer mich noch nicht kostenfrei abonniert, kann das gerne machen. In diesem Sinne, bis dann, euer Mac Paverick.